Das Heimteam hat das letzte Spiel auf der Pontes gegen die Young Boys nämlich mit 2:1 gewonnen. Das war im letzten Oktober. IBE-Trainer Adi Hütter wird heute 48. Ob er seinen Geburtstag groß feiern wird, dürfte maßgeblich vom Ausgang dieses Spiels abhängen. In der 6. Minute die erste Offensivaktion der Gäste. Benito auf den Babu und Monteiro blockt den Ball. Handspiel reklamieren die Young Boys, doch Schiedsrichter Erlachner entscheidet auf Abstoß. Dabei hätte sich der Verteidiger über einen Penaltypfiff nicht beschweren können. 5 Minuten später die nächste umstrittene Aktion. Suleimanis Schuss kommt via Castella zu Waro, der trifft, doch das Tor zählt nicht. Abseits soll es gewesen sein, war es aber eher nicht. Zweimal Pech also für die Young Boys. Erst nach rund 20 Minuten kann Lausanne sich aus der Berner Umklammerung lösen und einen eigenen Angriff lancieren. Der Ball zirkuliert gut, doch Kevin Babu klärt im letzten Moment vor Simone Rapp. Nach einer halben Stunde Balleroberung durch den Babu. Und Galamö schickt So in die Tiefe. Der hat viel Platz. Und findet vor dem Tor Miralem Suleimani. 0:1 für die Young Boys in der 31. Minute. Es ist das 10. Saisontor von Suleimani, der sein 75. Super League-Spiel für IBE absolviert. Kurz darauf taucht der neue Leader des Torschützenklassements schon wieder vor dem Lausanner Tor auf. Sein früherer Mitspieler Alarocha lenkt den Ball noch übers Tor. Die 38. Minute. Gamale im Strafraum, Montero hält den Fuß dazwischen, doch plötzlich ein Pfiff, Penalty. Zum dritten Mal liegt das Schiedsrichterteam falsch. Diesmal profitieren die Young Boys. Monteiro spielt klar den Ball. Guillaume Boiro ist's egal. Er schickt Castella in die falsche Ecke und erhöht in der 41. Minute auf 2:0. Es ist erst der 3. Saisontreffer des IBE-Captains. 2:0 für die Young Boys zur Pause. Adi Hütters Ehefrau kann schon mal den Champagner kalt stellen. Nach der Pause tun sich die Lausanner weiterhin schwer. Immerhin ein Eckball. Doch Joel Geismann verzieht. Es ist die gefährlichste Aktion des Heimteams bisher. Das Bemühen ist Lausanne-Spor nicht abzusprechen. Geismann zum eingewechselten Enzo Sidan. Doch dessen Pass erreicht Simone Rapp knapp nicht. Die Schiedsrichterentscheidungen geben weiterhin zu reden. Wieso Erlachner dieses Einsteigen von Rocha an So nicht mit Rot ahndet, weiß nur er selbst. Die 66. Minute. Ein weiter Ball von Sekou Sanogo. Ganz nach vorn auf Waro. Und was für ein Tor! Der 4. Saisontreffer des Franzosen ist ein Kandidat für das Tor des Jahres. Das Heimteam steckt aber noch nicht auf. Basch auf Sekiri. Der wird nicht energisch angegriffen und trifft zum 1:3. Hoffnung keimt auf in der Porte. Die 85. Minute. Enzo Sidan mit schönem Haken und einem Schuss, der Marco Wölfli auf die Probe stellt. Hier deutet Sidan seine Qualitäten an. Die Nachspielzeit. IBE mit viel Platz. Sanogo auf den Galamö. Und der trifft zum 4:1.
Letztendlich ist es ein verdienter Sieg für den Tabellenführer. Denn das war's. Nach dem deutlichen Auswärtssieg wird Adi Hütter den Rest seines Geburtstags genießen.